Sport 5, auch 4 minus. Jetzt haben wir 2 Deutsch 5 und Mathe auch Minderleistung mit 4 minus. Hat jemand denn noch eine tolle Idee, wie wir das hinkriegen, dass ihr mal jetzt irgendwie so ein bisschen in Fahrt kommt? Mitte Mai. Matthias Köchel schreibt die blauen Briefe. Gut die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in seiner Hauptschulklasse stehen in mindestens einem Fach auf 4 minus oder 5. Dazu kommen bei einigen etliche Fehltage. Und noch hat sich die Situation nicht wesentlich verbessert. Ich will natürlich, dass viele da sind, was auch so das Ziel des Ganzen ist, irgendwie zu sagen, hey, du hast hier was erreicht, mit dem du dann später weitergehen kannst und was erreichen kannst. Ja, und dann macht es natürlich einen wütend, wenn man sagt, hey, warum kommst du denn nicht? Der Tiefpunkt war vor 2 Wochen. Es ist unklar, wie viele Kinder sich jetzt aufraffen können und kommen. Für mich ist es eine Überraschung. Mal gucken, wie viele heute da sind. Sieht auf jeden Fall noch mehr aus, ha? Immerhin, gut die Hälfte seiner Klasse ist diesmal anwesend. Was war denn los am Freitag? Ja, du hast geschrieben, dass du krank bist. Und du hast geschrieben, dass die Bahn ausfällt und deswegen kommst du dann nicht. Lehrer Köchel kämpft für seine Klasse, nicht nur im Unterricht. Mit einem offenen Brief an Schüler und Eltern macht er klar, wie ernst die Lage ist. Mal vor. Ihr seid jetzt am Ende der 8. Klasse und habt zum Teil immer noch nicht verstanden, dass es um eure Zukunft geht. Für den Tag des Fehlens braucht ihr eine Entschuldigung. Die Noten werden sich zum Ende des Schuljahres, so wie es momentan aussieht, verschlechtern. Nur 2 hatten heute eine Entschuldigung dabei. Wenn man das Klassenbuch durchgeht, dann sieht man schon relativ häufig, dass die Schüler fehlen, aber sich auch nicht entschuldigen. Bei Schulverweigerern werden zuerst Elterngespräche angesetzt. Hilft das nicht, kommen Schulpsychologen dazu. Und in Härtefällen wird das Jugendamt eingeschaltet. Was Köchel kaum lösen kann, ist die Zusammensetzung der Klasse. Hier unterstützen sich die Schülerinnen und Schüler kaum gegenseitig. Es sind in der Lockdown-Zeit keine Freundschaften entstanden. Jeder kämpft für sich allein. Auch Nils fühlt sich unwohl, seitdem sein Schulfreund in die Realschule wechselte. Wenn ich manchmal nicht weitergekommen bin, hat er mir schon mal geholfen gehabt bei Englisch. Ich guck, dass ich für mich alleine bin hier. Ja, dass ich mich von einem Rest der Klasse wegmache. Also bei meiner Klasse speziell ist ja so, dass sie auch von vornherein keinen so Zusammenhalt hatten. Ja, weil da einfach zu viele unterschiedliche Typen drin sind, die nicht miteinander können. Ich hab gekleckert. Nach der Schule zu Hause bei Nils in Oberursel. Ich koche heute Chinesisch. Der 15-Jährige kocht gerne, meist für die ganze Familie. Auch Oma und Opa sind eingeladen und sein ehemaliger Klassenkamerad Jonas. Mama Anja unterstützt. Riecht schon das Sesamöl. Nils könnte sich vorstellen, nach dem Hauptschulabschluss in einem Jahr eine Lehre zu machen, als Koch. Doch so richtig geklärt ist bisher nicht, wie es nach dem Abschluss weitergeht. Papa Wolf will, dass sein Sohn weiter zur Schule geht, mindestens die mittlere Reife macht, im Idealfall sogar das Abitur schafft. Also Realschule solltest du schon anstreben, denke ich mal, oder? Was meinst du? Ja. Ja, würde ich noch Mühe geben. Dann machst du deine Lehre, dann gehst du in die Meisterschule. Wenn du immer unten bleiben willst. Papa Wolf wünscht sich, dass Nils was aus seinem Leben macht. Kann man ja eigentlich auch damit hochstreben, auch dann dort eigentlich auch mit. Ja, aber nicht sagen, einfach machen. Papa will halt immer mehr, was er selbst nicht erreicht hat, dass es sein Sohn erreicht. Ja. Ja. Ja, ist aber sein Leben. Ja. Und nur mit Hauptschule, ich weiß nicht, ob das nur Hauptschule und dann gleich in die Lehre zu gehen. Es ist mir auch, manchmal nervt er mich auch mit damit, dass ich auf Real soll und alles manchmal auch. Und das halt auch, ja. Endlich, Kumpel Jonas ist da. 1,5 Jahre gingen sie in die gleiche Klasse. Nun ist Jonas in der Realschule und für Nils damit auch ein großes Vorbild. Wird er es ohne Jonas schaffen? Ja, Jonas, das waren dann so die Dinge, wo oben das schon zu knabbern gab. Da hat er auch mit sich gehadert und hat überlegt, ob er doch wechseln soll. Ne? Ich wäre auch schon gerne auf Real gegangen, aber so richtig traut sich Nils den Wechsel selbst noch nicht zu. Dabei sind seine Leistungen in den meisten Fächern gut. Nur Englisch fällt ihm schwer, ohne Jonas Hilfe. Da ist jetzt nur fehlender Punkt, den kann man nicht mehr auffüllen. Oder kommst du nochmal zurück? Es war auf jeden Fall traurig. Man hat es ihm auch angesehen, dass es sehr traurig war, dass ich dann auf einmal weg war. Die helfende Hand.
wird auch Nils die Hauptschulklasse verlassen und die Praktikumswoche soll der 8H1 einen Leistungsschub bringen. Ob das gelingt, morgen mehr dazu.